Vorgestellt, Outpass, First Journey. Wir sind in der Vorschau Nummer 2 auf dem Kanal As Reiter. Ich hatte gerade die Nachricht, dass wir jetzt nicht mehr klicken müssen, um etwas abzubauen, sondern können es festhalten und es passiert. Das ist schon mal ein cooles Update. Das ist ja Early Access hier. Und das ist natürlich dann schon mal eine Möglichkeit, besser hier ne, die Maus zu retten. Oder euer Eingabegerät, je nachdem, welches ihr benutzt. Let's build a workbench, haben wir doch schon längst gemacht. Er hat jetzt den Spielstand geladen, aber er kennt es nicht, oder? So, wir waren hierbei und mussten hier, wollten hier jetzt interagieren wir gerade damit. Und zwar Magic Branch. Branch, ne? Oder Copper Bell. Wollten wir Copper Bell machen? Nee, doch Butterfly. Dafür brauchen wir einen Kupferbarren und diesen Butterfly. Vielleicht können wir das auch nicht machen. Wood und Flower. Zwei Flowers brauchen wir da. Okay, Wood hätten wir genug. Vielleicht sollten wir erstmal Papier machen, eine Flower noch kriegen. Ist hier irgendwo noch eine Flower? Ich glaube nicht, ne? Ne, hier ist jetzt gerade keine. Letztes Mal waren hier ganz viele, meine ich. Da ist eine Flower. Macht das hier mal gerade alles runter. Ah, es spawnt richtig schnell, wie ihr seht. Aber ich sehe gerade, wir haben immer noch nicht das Intro gespielt und das machen wir mal jetzt als erstes, ne? Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich nach dem Intro weiter. So, es spawnt hier ziemlich viel, wie wir sehen. Und vor allem die Blumen, die wir hier brauchen, sind jetzt auch hier direkt auf der Hauptinsel. Oder wie man das auch immer nennen will. Jetzt können wir hier interagieren und können das Papier machen. Craft. Und dann können wir mal gucken, was wir mit Papier machen können. Was brauchen wir hierfür? Noch Flint. Das ist aber Kohle, ne? Kriegen wir noch Flint raus? Zwei. Das geht dann schneller, ne? Da vorne ist noch Stein. Break. Flint. Da haben wir Flint. Ich könnte sein, dass es jetzt reicht. Bin zu nah dran wahrscheinlich, ne? Ja. Flint brauchten wir gerade da. Und hier ist jetzt das Papier fertig, ne? Das müssen wir dreimal craften, oder wie sehe ich das? Material und null. Weiß ich jetzt nicht. Da brauchen wir Glas und hier war noch der Kupferbarren. Und dafür brauchen wir nichts Besonderes, haben wir alles. Kuh, gehen wir erstmal rein, damit vielleicht irgendwann. Ne, den Dingens, dieses Menü kriegen wir da oben irgendwie nicht weg, ne? Können wir denn in den Settings das Menü ausschalten? Hier gibt es auf jeden Fall mehr Einstellungen wie letztes Mal, wie ihr seht. Damals hatten wir, glaube ich, nur Audio und jetzt haben wir hier General. Autosave alle 20 Minuten, Achsen können wir tauschen. Field of View haben wir, Mouse Sensitive. Hier haben wir Bildschirm, Screen Resolution kann man jetzt ändern. Fullscreen, Shadows on, Brightness, Bloom. Und hier Open Folder when Finish, Give Scale, Duration. Also das ist irgendwie, Bilder kann man da wahrscheinlich schießen, oder was? Keine Ahnung, Flashing Effect on, hier sind Effekte, Hold Click, okay, das hatten wir auch an. Geschaltet, hier gibt es Tastatur, Left, ja, Belegung und OK, Pickup Alerts on. Leider kann ich das Tutorial nicht ausschalten, was da oben angezeigt wurde, oder? Er ging dann raus, okay. Na, wir sind aber an der gleichen Stelle. It should gather wood and fiber. Ja, leider ist das ein bisschen doof jetzt.
Mein Gott, haben wir doch fertig, ne? Oder? Ja, dahinter war's. Was brauchten wir dann noch da für die Kupferglocke? Aber wir brauchen vier. Das heißt, wir müssen da noch mehr machen. Kriegen wir noch? Kriegen wir noch. Okay. Ja, wenn ich die 2 drücken würde, dann wäre das auch schneller gegangen, ne? Da hat er sich versteckt, der Kupferbarren. Und jetzt müssten wir eigentlich Kupferbarren haben, ne? Copperbell, jetzt brauchen wir den Schmetterling zweimal. Den habe ich letztens gesehen, ne? Aber wo war er? Am Strand? Da ist Sand. Ich sehe leider keinen Schmetterling gerade. Wir sind wieder zu nah an dem Baum, dann geht das nicht. Traglast ist, glaube ich, nicht begrenzt, so wie ich da sehe. Jo, kein Schmetterling zu sehen, ne? Hier oben ist bestimmt auch keiner, oder? Das kann man noch aufnehmen. So, alles abgebaut gleich hier oben auch, aber kein Schmetterling dabei. Aufgesprungen bin ich leider nicht. Die Kuh, die wir letztens hatten, die ist auch weg, ne? Zum Ende habt ihr noch gesehen, oder? Im Teil 1. Na, der Schmetterling, der ist jetzt nicht wieder auffindbar. Ja, irgendwann spawnt der hier wahrscheinlich, ne? Ja, was mich noch interessiert ist, was passiert, wenn ich ins Wasser falle, ne? Das müssen wir auch noch nachgucken. Also, wenn ich da jetzt... Ah, ein Schmetterling! Wo ist er? Ne, nicht wegfliegen. Kriege ich den? Oh. Der stellt mir ja vor Herausforderungen. Wo ist er? Ja, Schmetterling ist da, aber ich komme nicht dran. Ne? Da unten ist er. Ja, den kriege ich nicht. Der ist aber schwer. Wo ist er jetzt? Da. Kriegen jetzt? Was steht denn da, wenn ich da dran bin? I need a tool to end a bucknet. Ach, ich muss den fangen. Alles klar. Okay. Dann also nicht.
Dann müssen wir mal gucken, wo wir das Bugnet herkriegen. Das Käfernetz, oder wie soll man das nennen? Schmetterlingsfängernetz, keine Ahnung. Mashed Berries, Flint. Hier wahrscheinlich nicht. Spinning in einem Jump Pad. Okay, irgendwie gibt es auch noch solche. Ach, wir hatten ja hier noch so Forschungspunkte, ne? Expand Biom und das war bei New Biom. Warte, wie viele Punkte haben wir denn? 2500? Wir haben noch nicht so viele, okay. Guckt Meat, guckt Fisch, Glas. Okay, da haben wir auch noch ein bisschen mehr. Haben wir, ne, die Glocke haben wir noch nicht, weil uns der Schmetterling fehlt. Aha. Ja, Copperbelt ging nicht wegen Schmetterling. Glas geht auch nicht wegen Schmetterling. Das haben wir da schon fertig. Ist das hier irgendwo auszurüsten? Nee, ne? Skills Shop. Furnace und haben wir schon alles. Der geht wohl nicht. Die drei haben wir. Essen ist klar. Orange ist neu, oder? Und Resources ist es hier. Ja, und dann haben wir nur noch Kuh gehabt. Utilities. Und die sind noch unknown. Aber den Skillshop, Glas und Brick brauchen wir dafür. Okay. Hier haben wir noch nichts frei, bis auf den Ofen. Magic, da, okay. Da ist auch noch nichts. Farming. Ist alles noch unknown. Das heißt, da müssen wir noch mal entdecken für. Da ist die Kuh. Okay, da gab es jetzt Fleisch. Wie angekündigt, ne? So, das haben wir erstmal alles. Cauldron. 500. Dann forschen wir das mal. Das brauchen wir jetzt nichts machen, denke ich mal hier. Am Ofen haben wir alles erstmal gemacht schon. Was von Interesse ist. Ja, wir müssen dann forschungstechnisch irgendwie weiterkommen, ne? Achso, wir haben jetzt gerade 500 Punkte ausgegeben, ne? Vielleicht machen wir Expand Biom. Okay, jetzt ist da hinten noch mehr erschienen, glaube. So, jetzt wollen wir das mal gucken, ob wir schwimmen können. Nein, wir können nicht schwimmen. Wir sterben und kommen dann spawnen dann wieder an unseren Punkt. Das haben wir also auch rausgefunden. Okay. Das haben wir geschafft. Dann kommen wir hier runter. Und hier kommen wir rauf. Und dann haben wir hier einen Baum und mehr nicht. Dann ist unser Biom größer geworden. Okay, dann wird die Vielfalt größer. So, wie komme ich aber wieder zurück? Gute Frage, ne? Na, so nicht. Komme ich hier mit einem Doppelklick hin? Ja. Vielleicht war es auch ein Dreifachklick, ich weiß es nicht. Da kann man weit springen. Ja, sehr gut. Okay, das hat funktioniert. Jetzt gehen wir mal hier hin. Jetzt will ich noch wissen, ob das wirklich mit einem Dreifach. Ja, man kommt überall hoch. Und dann kann man hier schön abbauen. Kohle, Steine, Flint, Eisen bzw. Kupfer. Kriegt man alles hier.
reichlich. So, jetzt müssen wir nach da zurück. Ja, kann man weit springen, sehr gut. Können wir Glas machen, da brauchen wir noch Sand für. Glas war da hinten. Hat geklappt. Hätte ich zwar wahrscheinlich die Schippe für genommen, wahrscheinlich, aber ist jetzt auch egal. Okay. Dann machen wir hier mal Glas. Cooked Meat können wir auch machen. Und das gibt ja auch alles Forschungspunkte, schätze ich mal. Fisch haben wir noch nicht. Dafür brauchen wir wahrscheinlich eine Angel. Aber die haben wir hier noch nicht gemacht. Coal können wir aus Wood machen. Brick ist auch klar. Okay. Gut, dann haben wir da das auch erreicht. Können wir jetzt dadurch mehr machen? Hier? Nein, da nicht. Können wir hier forschen? Ach so, den haben wir. Spinning Wheel haben wir noch nicht gar nicht gemacht. Können wir researchen? Passiert dann? 1000 Punkte haben wir da oben noch. Glas brauchen wir noch. Ach, da geht der Butterfly sowieso nicht. Also hat sich das erledigt, weil wir das Netz noch erst brauchen. Das Magic Branch, braucht man das dreimal, um den zu bauen? Das könnte sein, ne? Craft 1 und dann steht ja mal 3. Aber wo ist der? Ist die Frage. Spinning Wheel ist fertig. Hier kann man nicht Minus machen. Hier kann man das craften. Ich weiß nicht, ob der da irgendwo gleich liegt. Wir werden mal gerade gucken müssen. Da links ist was fertig geworden. Naja, das Spinning Wheel war das. Interact. Jetzt ist es fertig und da liegt es jetzt diesmal. Aha. Magic Branch. Ist nur die Frage, wo finde ich es? Hier nirgendwo. Also Colony Saib, okay, allows you to create potions with various effects. Das ist klar. Spinning Wheel auch. Das können wir jetzt alles. Berries. Equipped Mama. Hide. Haut. Paper. Mhm. Aber meine Dingens finde ich hier noch nicht. Branches. Die gehen noch nicht. Ah, hier geht was. Hier geht was. Spinning Wheel. Bricks brauchen wir dafür 2. Dann lass uns erst die Bricks machen hier am Ofen. Bricks. 2. Craften. Gut, was war noch? Bei Q war das hier in dem Magic. Flower, Iron Ingot und Brick. Okay. Iron Ingot können wir glaube ich noch nicht machen, weil ich noch kein Eisen hier gefunden habe. Meine ich jedenfalls. Aber das würden wir ja bei Tab finden. Stone. Coal. Ja, nee, Eisen ist hier noch nicht bei. Da haben wir noch ein Problem mit Eisen. Aber hier ist der Brick gleich fertig. Jetzt haben wir die 2 Bricks und jetzt wollten wir hier. Okay, Bricks haben wir erst 2 von 4. Okay, das heißt nochmal 2. Da haben wir irgendwie gepennt. Ah, jetzt fehlen uns Sandteile dafür.
Das finden wir hier. Das ist eine Schildkröte. Jetzt attacken wir die mal. Keine Ahnung, was da rauskommt, aber wahrscheinlich Fleisch oder so. Ne? Turtle Shell haben wir gekriegt. Okay, das ist bestimmt irgendwie etwas für, sag schon. Für die Zauberei, ne, oder? Warte mal, da unten war auch noch was. Na, Schaufel ist ja schon richtig. Wo müssen wir hin, da hinten? Okay, da war er. Dann brauchen wir noch Bricks. Nochmal zwei, dann nochmal vier, ne, oder? Und was braucht man dann noch? Ne, das war hier falsch. Ne, bei Q war das. Für das Ding brauchen wir... Ach, Eisen haben wir ja nicht. Dann brauchen wir eigentlich gar nicht weitermachen. Schade. Was haben wir sonst noch? Ach, hier, das wollen wir machen. Okay. So, jetzt können wir hier spinnen. Faden, Leder. Ah, da ist das Bugnet. Thread und Flower. 12 Flowers. Okay, Ingot, Copper haben wir schon. Diese Threads brauchen wir 3, dafür brauchen wir Fiber. Oh, dafür reicht es dann nicht. Aber der kann das ja schon mal machen. Und wir gucken, dass wir hier noch Fiber kriegen. Stehen wir ja schon fast drauf, ne? Reicht das schon? Sieht so aus. Kann ich so nicht erhöhen. Okay, müssen wir warten. Jetzt können wir es machen. So, dann haben wir für das Bugnet 3 Fäden. Jetzt brauchen wir 12 Flowers. Da war nur einer. 2. Okay, da ist gerade eine neue gespawnt. Dann haben wir 4. 5, ne, 6 sogar schon. Jetzt kommt hier Leben in die Bude. Da sind einige Tierchen gerade gewesen mehr. 8 Flowers. Und hier sind so ganz viele. 10 waren 12, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind 12 da. Wo muss man hin? Zum Spinnrad, oder? Und jetzt können wir das Bugnet machen. Sehr cool. Ah, eine Mühle kann man jetzt bauen. Cooking Pot, Jump Pad. Cooking Pot, Mill hatten wir noch nicht. Collection Nets hatten wir auch nicht. Weiß gar nicht, wofür das gut ist. Catches Objects from time to time in the sea. Ah, das ist für eine Reuse sozusagen. Ah. Ja, Research, komm. So. Ist fertig? Was ist jetzt fertig geworden? Ah, ein Fishing Rod gibt's auch. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken. Das war's nicht. Ach, das kriegt man sowieso nicht hin. Farming, dann machen wir das hier, ja. Das heißt, wir sind im Tab unterwegs, ne? Erstmal gucken wir mal. Ah, hier ist es. Bugnet. Achso, da ist equipped. Jetzt weiß ich aber nicht, doch tatsächlich, das ist auf die 5. Berries auf 5, 6 ist schon das Bugnet. Okay, jetzt müssen wir nur einen Schmetterling haben. Da ist doch einer. Und da ist noch einer. Wow. Und jetzt können wir hier an dem Tisch doch das machen, was wir machen wollten. Was war das? Copperbell. Jetzt haben wir keinen Ingot mehr.
Jetzt fehlt uns ein Barren. Kupfer. Gut, der geht schnell, der kriegen wir gleich fertig. Wundert mich, dass der schneller fertig geht wie die Steine, aber weiß ich nicht. Dachte mal, Kupferschmelzen dauert länger wie Steine brennen. Raus da. Da rein und die Kupferglocke craften. Ah, Credits are worth 10% more. Aha. Das ist also ein Buff. Okay, dann würde ich aber auch sagen, machen wir erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Falls ihr wissen wollt, wie man was entdecken kann, macht das auch gerne. Ne? Gebt einen Kommentar ab, schreibt einen schönen Kommentar und teilt das Video auf anderen Kanälen. Und wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.